Wir schauen uns verschiedene Kennzahlensysteme an, die einigermaßen üblich sind. Hier das sogenannte Dupont-Kennzahlensystem. Und hier die Spitzenkennzahl, die ganz oben steht, ist also die Gesamtkapitalrentabilität. Und wie Sie im Skript gesehen haben, kann man die Formel für diese Gesamtkapitalrentabilität aufteilen in Umsatzrentabilität und Kapitalumschlagshäufigkeit. Und das wird dann hier eben also als Baumdiagramm immer weiter geführt, wobei hier ganz wichtig ist, aufzuführen, wie das Verhältnis jeweils ist. Die Umsatzrentabilität kann man nochmal aufteilen, ihre Bestandteile, Gewinn und Fremdkapitalzinsen waren das, Umsatz und den Gewinn und die Fremdkapitalzinsen kann man wieder aufteilen, Deckungsbeitrag, Fixkosten und da wieder Umsatz und variable Kosten. Und die Kapitalumschlagshäufigkeit kann man wieder aufteilen in Umsatz und investiertes Kapital. Und ein Unternehmen, das eben das als Kennzahlensystem hat, richtet eben alles an Managementmaßnahmen grundsätzlich an dieser Gesamtkapitalrentabilität aus. Und für jede Maßnahme schaut man sich eben an, okay, wie beeinflusst das unseren Umsatz, wie beeinflusst das unseren Gewinn, wie beeinflusst das unsere Fixkosten oder unser investiertes Kapital. Und dann kann man eben sagen, ist das im Sinne unseres Kennzahlensystems oder nicht. Das zweite System, das wir hier vorstellen, ist das sogenannte ZVEI-Kennzahlensystem. Ist ein vom Zentralverband der Elektrotechnik und Elektroindustrie entwickeltes Kennzahlensystem und beinhaltet 88 Haupt- und 122 Hilfskennzahlen. Und obwohl dieses Kennzahlensystem jetzt von einem bestimmten Industrieverband entwickelt wurde, wird es von Unternehmen unterschiedlichster Wirtschaftszweige eingesetzt, weil es eben relativ flexibel anscheinend ist. Und das ZVEI-Kennzahlensystem erlaubt eine Wachstums- und eine Strukturanalyse. Die Spitzenkennzahl dieses Kennzahlensystems ist die Eigenkapitalrentabilität. Sie erinnern sich, beim Dupont-Kennzahlensystem war es ja die Gesamtkapitalrentabilität. Und die Wachstumsanalyse hier vermittelt einen Überblick über das betriebliche Geschehen, über die bisherige Entwicklung und die künftigen Erwartungen. Sie besteht aus den Analysegruppen Vertrieb, Ergebnis, Kapitalbindung, Wertschöpfung und Beschäftigung. Und anhand absoluter Zahlen verdeutlicht so eine Analyse die Entwicklung zu den Vorperioden. Okay, also einfach nur, wie die einzelnen Werte gestiegen sind oder gesunken. Und die Strukturanalyse, die unten steht und die eben ein bisschen komplexer ist, geht von der Eigenkapitalrentabilität aus und betrachtet eben die einzelnen Bestandteile, Ergebnisbildung, Kapitalstruktur, Kapitalbindung mittels Bilanzkennziffern bzw. Ertragskraft- und Risikokennzahlen. Okay, also für Eigenkapitalrentabilität sind wichtig Eigenkapitalanteil, Return on Investment, aber wir müssen uns auch Kapitalbindung anschauen und die Umsatzrentabilität. Und ja, vom Prinzip her ist es genau wie das andere Kennzahlensystem, dass man sich eben die einzelnen Bestandteile anguckt, Betriebsergebnis und Umsatz. Und dann kann man für jede Maßnahme, die im Unternehmen eben möglich wäre, beurteilen, inwieweit das unsere Spitzenkennzahl beeinflussen würde. Das letzte System, was wir hier noch anschauen, ist das Rentabilitäts-Liquiditätskennzahlensystem, das RL-Kennzahlensystem. Wir haben hier zwei Spitzenkennzahlen, einmal das ordentliche Betriebsergebnis und auf der anderen Seite die liquiden Mittel. Und mit der Berücksichtigung der liquiden Mittel wird Rechnung getragen, wie wichtig es ist, dass ein Unternehmen liquide ist. Wenn ein Unternehmen nicht mehr liquide ist, dann kann es eigentlich nicht mehr weiter existieren, weil es seine Rechnung nicht begleichen kann. Und jede der zwei Spitzenkennzahlen wird in ihre einzelnen Bestimmungsgrößen aufgespalten. Und im Vordergrund dieses Kennzahlensystems steht die empirisch-induktive Gewinnung von Informationen. Es werden zum Beispiel der Return on Investment und eine davon abweichende Gesamtrentabilität ausgewiesen, wobei nicht ganz eindeutig ist aus theoretischer Sicht, was da der Unterschied ist, sondern es wird hier einfach nur empirisch betrachtet. Und dieses induktive Vorgehen führt dazu, dass nicht ganz klar erkennbar ist, in welchem Maße die untergeordneten die übergeordneten Kennzahlen beeinflussen, aber ist natürlich dafür empirisch basiert.